Erste Sache einfach ist, anspielen, wir machen mal Zeitlupe vor, anspielen, du lässt wieder klatschen auf ihn. Okay, du spielst auf den dritten durch, der sich ein bisschen wegbewegt. Ja, spiel auf den dritten durch. Okay, du spielst wieder auf den zweiten mit Einkontakt, du spielst auf den vierten, du drehst dich sofort wieder. Tick, tick, okay, tick, spiel rüber, tick und du fängst wieder kurz an. Tag, tag, tag. Okay, komm, lass gehen, auf geht's. Okay, fang an. Hopp, tick, tick, tick. Erstmal einfach ein bisschen den Ball laufen lassen. Wenn es geht, versucht einen Kontakt. Ja. Wenn es geht, versucht einfach einen Kontakt. Okay, wir lassen ganz kurz nochmal laufen. Okay, gut. Die Bälle wieder am Anfang. Die anderen Spieler alle mal im 20 Skippings auf der Stelle. Ein bisschen zum Aufwärmen. Komm, 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 komm. Jawohl. Ja, sieht gut aus. So, jetzt sah das ein bisschen langweilig aus und ein bisschen eintönig aus. Weil ganz, ganz wichtig ist jetzt, ich achte auf den Spieler ohne Ball. Der Ball ist mir jetzt eigentlich relativ egal und wie der Pass gespielt wird. Das heißt, jetzt komm du mal ein bisschen in den Ball rein, okay? So, okay, stopp. Und jetzt will ich, wenn du den Ball gespielt hast, will ich nicht, dass du stehen bleibst, okay, sondern du spielst den Ball, gehst eher rechts oder links oder dies und das. Klar ist natürlich auch, du siehst wieder, der dritte Spieler sieht natürlich jetzt auch, was er macht. Nicht direkt dahinter stehen, sondern gib ihm die Gelegenheit, dich wieder anzuspielen. Wir machen einmal hier Zeitlupe vor. Tick, tick, ruhig, 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 ganz ruhig. Ja, aber das am Anfang ist immer so. Komm, einmal ganz ruhig hier rein, ein Kontakt. Ja, okay, kann zwei Kontakte korrigieren. Du bist schon wieder dabei, du bist schon wieder dabei und du bist schon wieder dabei. So, und habt direkt ein anderes Tempo. Wichtig ist nicht hinterm Hütchen stehen, aber sofort immer kurz weg vom Hütchen laufen. Okay, komm ab. Tack, tack. Spieler, genau. In den Raum immer starten, weg kurz vom Hütchen, ein, zwei Schritte. Wenn er mehr Kontakte zum Korrigieren braucht, ist auch kein Problem. Jawohl, hier sieht gut aus, hier sieht flüssig aus. Ein Kontakt. Ja, guck, ich lobe und dann kommt immer ein Fehler. Ich stelle Hütchen wieder auf. Okay, ein Kontakt. Und der dritte wird wieder angespielt. Gut, sehr gut. Und wieder ein bisschen Drecksarbeit machen, um den Ball zu erreichen. Gut, klasse. Versucht mal das Tempo ein bisschen höher zu kriegen, aber das Balltempo höher zu kriegen. Und ihr macht immer nur ein, zwei Schritte. Ja, klasse.